Hallo und herzlich willkommen zur ersten Partie von Johann Jakob Löwenthal, die ich gerne vorstellen möchte. Gespielt wurde sie 1851 in Berlin gegen Karl Friedrich Jenisch, dem vielleicht der ein oder andere auch bekannt ist durch das Jenisch-Gambit, das er entwickelt hat, was nach E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5 entsteht, also im Spanischen. Hier hat Jenisch den Zug F7, F5 in die Theorie gebracht und das Gambit wird hauptsächlich im Deutschen nach ihm benannt. Im Englischen heißt es eher Halibut-Gambit. Alles klar, das war aber nicht die Partie. In der eigentlichen Partie spielte Herr Löwenthal mit Weiß und Herr Jenisch mit Schwarz und wir beginnen mit den Zügen E4, E5 und das zu der damaligen Zeit sehr beliebte Königsgambit F4. Schwarz akzeptiert das Gambit, E schlägt F4 und man kann es natürlich auch ablehnen. Läufer C5 ist ein anderer Zug. Wenn Weiß hier den Bauern nehmen sollte, das ist natürlich absolut kein Problem für den Schwarzen, denn dann sagt er einfach Danke, Dame H4 und König E2 ist natürlich sofort Schachmatt. Dame schlägt E4 und wenn statt König E2 G3 erfolgt, Dame schlägt E4. Mit Schach gewinnt den Turm auf H1. Also das sollte Weiß unterlassen. Der Bauer auf E5 ist tabu. Läufer C5 sehr gut spielbar für Schwarz. In der Partie hat sich Jenisch aber anders entschieden, wie gesehen. Löwenthal spielt Läufer C4. Und jetzt folgt Dame H4, Schach, König F1 und G5. Statt Läufer C4, um das hier nochmal anzumerken, wäre Springer F3 auch gegangen, um das Schach der Dame auf H4 zu verhindern. Aber Läufer C4 ist halt eine sehr scharfe Variante. Zwar verliert Weiß hier das Recht der Rochade, aber bekommt eine Menge Initiative. Dadurch, dass die Dame auf H4 schon so weit vorgerückt ist, kann sie zumindest vom Springer einmal vertrieben werden. Und wenn sie nach G5 geht, wahrscheinlich auch nochmal durch den Bauern nach H4. Also Schwarz muss hier doch aufpassen und ja, die Initiative von Weiß wird auf jeden Fall gefährliche Züge annehmen. Als kleine Anmerkung sei hier nochmal gesagt, G3 funktioniert natürlich auch nicht. F schlägt G3, H schlägt G3 und der Turm hängt schon wieder auf H1. Absolut auch nicht spielbar. So, zurück zur Partie. Dame H4, König F1 und jetzt ein Theoriezug. G5 verteidigt den Bauern auf F4, allerdings schränkt das die Dame doch in ihrer Bewegungsfreiheit ein. Weiß kümmert sich um die Aktivität des Schwarzen am Königsflügel erstmal nicht und entwickelt sich normal weiter. Genau das gleiche macht Schwarz auch mit Läufer G7 und Weiß besetzt das Zentrum mit D4. Also zwei Leichtfiguren schon entwickelt, Zentrum besetzt. Für den Bauern hat Weiß ordentlich Kompensation. D6 wird gespielt und jetzt folgt Springer F3. Greift die Dame an, die muss sich bewegen, Dame H5. Und man merkt jetzt schon, Weiß hat drei Figuren entwickelt, das Zentrum unter Kontrolle und Schwarz hinkt noch sehr in der Entwicklung hinterher. Jetzt ein weiterer aggressiver Zug, H4. Das droht zumindest, Springer schlägt G4. Springer schlägt G5 mit Bauerngewinn. Und dann ist das Spiel für Weiß natürlich kein Problem mehr. Deswegen spielt Jenisch hier H6, verteidigt den Bauern noch einmal, ist aber ein weiterer Bauernzug und kein ordentlicher Entwicklungszug. Schwarz wird hier also gezwungen, auf Leichtfigurenzüge zu verzichten. So, jetzt ein weiterer forcierter Zug. Springer D5 droht die Gabel auf C7. Jetzt muss Schwarz wieder reagieren und spielt König D8. Springer A6. Ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ist absolut nicht spielbar. Läufer schlägt A6, B schlägt A6 und da haben wir die Gabel schon auf dem Brett. Da sollte Jenisch definitiv die Finger von lassen und er hat es ja auch getan. Springer D5, König D8. Jetzt hat Schwarz auch kein Recht mehr zur Rochade und Weiß presst weiter voran mit E5, denn er denkt sich, gut, ich habe Entwicklungsvorsprung und der schwarze König steckt im Zentrum fest, warum also nicht Linien öffnen, um vielleicht dann an den König heranzukommen.
So, jetzt erst einmal von Jenisch Dame G6 holt die Dame erst einmal aus der Schusslinie des Turmes raus, obwohl H schlägt G5 hat er nicht wirklich gedroht, weil die Dame den Turm immer nehmen kann. Aber die Dame soll auf G6 wahrscheinlich wichtige Verteidigungsaufgaben übernehmen. Sie deckt den Bauern auf D6 nochmal und ist dort natürlich auch ein bisschen aktiver platziert auf dieser Diagonale. Wir können uns ja nochmal angucken, was passiert, wenn Schwarz hier den Bauern nimmt. Dann nimmt Weiß wieder. Und man sieht schon, das Abzugsschach hier, das könnte echt böse Züge annehmen. Also so zu spielen ist für den Schwarzen eher ungesund, obwohl er hier vielleicht Läufer D7 hat. Wenn er allerdings zu gierig ist und den Bauern hier nimmt, in der Hoffnung, wenn Weiß mit dem Springer auf F3 hier den Läufer nimmt, dann hängt auf einmal die Dame, geht nicht. Aber Weiß hat natürlich eine sehr starke Antwort. Und das ist natürlich das Abzugsschach. Schach und Schwarz verliert die Dame auf H5. Also der Bau ist tabu. Und wenn es denn so steht, dann sollte Weiß auch hier keine Probleme haben, obwohl die Stellung natürlich noch unklar ist. So, gehen wir zurück zur Partie. Nach Dame G6. Jetzt nimmt Löwenthal auf G5 raus. Jene stimmt natürlich wieder. Und die Türme tauschen sich auf H8. Auch hier muss Jenisch reagieren. Keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Läufer schlägt H8 und man sieht, alle Leichtfiguren befinden sich wieder auf der Grundreihe. Kein gutes Zeichen. Allerdings spielt hier Löwenthal einen sehr interessanten Zug. Er möchte seine Initiative, die er schon hat, noch weiter vergrößern und opfert deswegen hier eine Leichtfigur auf G5. Die Stellung sollte bei genauem Spiel für Schwarz gewonnen sein oder zumindest durch die Mehrfigur ein kleiner Vorteil da sein, aber das ist natürlich schwer zu finden. Bei all diesem Druck, den Weiß hier aufgebaut hat, da muss man sich erstmal richtig verteidigen. Gucken wir uns das mal an. Die Dame nimmt den Springer natürlich erst einmal. Ich denke mal, wenn Jenisch hier das Opfer abgelehnt hätte, sagen wir mal Springer C6, dann kommt auch Läufer F4 oder Springer schlägt F4 und die Initiative von Weiß wächst ebenfalls ins Dramatische an. Also die Herausnahme ist schon richtig. So, Läufer schlägt F4 und jetzt folgt damals schon im 19. Jahrhundert Jenisch einem Computerzug. Also der Computer empfiehlt hier Dame H4 und das hat er damals gefunden. Ist also der richtige Zug. Natürlich ist die Stellung noch immer teuflisch scharf und die Initiative zum tausendsten Mal ist von Weiß natürlich gewaltig und Schwarz kann sich hier erst einmal nur verteidigen. Ich schläge D6 und hier gibt Jenisch das Schach auf H1. Das war ein Fehler, das hätte er nicht spielen dürfen. Da gibt er praktisch fast alles wieder weg und die Partie ist wieder unklar, beziehungsweise Weiß hat dann sehr gutes Spiel. Was er hätte machen können, ist C schlägt D6, Läufer schlägt D6 und Läufer E6. Und es ist erst einmal nicht klar, wie Weiß an den schwarzen König herankommen kann. Springer C7, um den Turm zu gewinnen, scheitert dann natürlich an Läufer schlägt C4 mit Schach. Kann Weiß also nicht machen. Gut, wie gesehen, Dame H1 kommt aufs Brett. Löwenthal bewegt den König nach F2 und Jenisch nimmt die Dame vom Brett in der Hoffnung, wenn die Dame von Weiß fehlt, dass der Angriff von Löwenthal nicht mehr so durchschlagend ist, aber das erweist sich als Trugschluss und er wird diesen Zug infolgedessen ziemlich bereuen. Besser wäre hier gewesen, die Dame wieder zurück nach H4 zu bringen. Und nach König F1 könnte man sich hier vielleicht auf dreifache Stellungswiederholung einigen, aber Weiß kann natürlich auch nach E3 gehen. Beziehungsweise gucken wir uns erstmal an, was passiert, wenn König G1 gespielt wird. Ja, dann
C schlägt D6. Und Schwarz ist okay. Wenn der Läufer nimmt, kann hier wahrscheinlich der Schach erfolgen. Läufer schlägt D4. Und das sieht wieder nicht gut aus für den Weißen, denn wo auf einmal soll man den König hinbringen? König F1, Dame F2 ist Schachmatt. Die weiße Dame muss sich hier geben und die Partie wäre vorbei. Also der Bauer auf D6 ist in dieser Variante tabu. Stattdessen sollte man vielleicht C3 spielen, den Bauern auf D4 festigen und es dann wieder gegen den schwarzen König vorgehen. Eine andere Variante wäre jetzt gewesen, König E3 statt König G1. C schlägt D6 ist wieder ein Zug, der besser ist für Weiß. Hier könnte Löwenthal mit Dame H1 spielen. Dame schlägt H1, Turm schlägt H1, greift den Läufer auf H8 an. Der muss sich bewegen. Und nach dem Abtausch wird Läufer G5 gespielt. Und Schwarz verliert die leichte Figur zurück. König E7 wird mit Turm H6 beantwortet. Springer D7 mit Läufer B5. Und dann holt sich Weiß die Figur zurück. Und mit einer besseren Stellung sollte er die Partie nach Hause holen. Der beste Zug in dieser Stellung ist C5 in dieser Variante. Das hat folgenden Sinn. Der Läufer droht wieder hier auf D4 zu nehmen. Wenn jetzt auch wie in der vorhergegangenen Variante Dame H1 erfolgt, einfach Läufer schlägt D4 mit Schach. Und wenn sich Weiß dazu entschließt, den Bauern auf C5 zu nehmen, D schlägt C5, erfolgt Springer C6 und wieder droht Läufer D4. Darum muss sich Weiß erstmal kümmern und die Stellung ist unklar, da Schwarz hier doch sich ein bisschen entwickeln konnte. So, zurück zur Partie. Wir sehen jetzt also den Abtausch der Damen. Dame schlägt die 1 und Löwenthal nimmt die Dame noch nicht zurück. Erst einmal hat er ein wichtiges Zwischenschach. D schlägt C7 Schach. Darauf muss Jenisch natürlich reagieren. Er spielt den König nach E8. Jetzt wird die Dame genommen und er muss auch jetzt Springer C6 spielen. Andernfalls nimmt Weiß im nächsten Zug den Springer auf B8 und hat natürlich dann unglaubliches Material, plus auch der Turm noch verloren geht. Springer C6, C3 festigt den Punkt auf D4 in aller Seelenruhe, bevor er irgendwelche Aktionen gegen den schwarzen König vorbereitet. Springer F6 und das ist jetzt auch ein Zug, der wahrscheinlich schon spielentscheidend ist. Besser wäre gewesen, vielleicht mit Läufer E6 dem Turm ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Das können wir uns ja mal angucken. Läufer D7, Turm H1, oh, pardon, nicht Turm E1, Turm H1, habe ich gesagt. Läufer G7, Turm H7, sieht auch nicht so einladend aus für den Schwarzen. Die Initiative von Weiß ist wieder ausschlaggebend, auch wenn er hier immer noch die Leichtfigur weniger hat. König F8 und Läufer D6 sollte ziemlich eindeutig sein. Springer GE7. Springer schlägt, Springer schlägt, Läufer schlägt, König schlägt und dann fällt auch der Läufer auf G7. Also das nur in dieser Variante. Die Partie ist dann natürlich auch verloren für den Schwarzen. In der Partie, wie gesagt, Springer F6, die Entscheidung von Jenisch. Die Springer tauschen sich ab, Springer schlägt F6, Läufer schlägt F6 und jetzt D5. Tempogewinn auf den Springer und dann wird der Bauer entscheidend nach D6 gebracht, von wo er aus dann den Bauern auf C7 stützt und dann immer den Durchzug nach D7 droht. Also diese beiden Bauern hier vorne sind mindestens so viel wert wie ein zusätzlicher Turm oder sogar schon wie eine Dame. Jenisch spielt Springer E7. Auf Springer E5 wäre wahrscheinlich Turm E1 gekommen, König D7 und auch hier gewinnt Weiß die Figur zurück.
mit entscheidendem Spielvorteil. Wenn Schwarz hier auf C7 nimmt, Turm E7, der Bauer auf F7 fällt und dann hat Weiß 3 Bauern mehr, was natürlich absolut zum Gewinn der Partie reicht. So, Springer E7 wurde gespielt, was ich noch zeigen wollte, Springer A5, darauf spielt Läufer B5, Schach, König F8 und jetzt D6 und es droht D7. Unabwendbar und die Partie ist auch entschieden, also Springer E7 wahrscheinlich noch das zäheste. Turm E1. Der Springer wird angefesselt und ja, Schwarz ist ziemlich hilflos. König F8 wird gespielt, damit der Springer sich wieder bewegen kann. Allerdings kommt jetzt der nächste Tempogewinn auf den Springer. D6. Die Bauern, wie schon gesagt, befinden sich jetzt in einer sehr gefährlichen Position. Springer G6 wird gespielt und Jenisch bekommt auch keine Atempause. Läufer H6 wird gespielt mit Schach. Und wieder muss der schwarze König reagieren, beziehungsweise der Läufer wird dazwischen gespielt. Wenn wir Springer G6 nochmal zurücknehmen, was wären Alternativen gewesen? Läufer D7 vielleicht, um die Leichtfigur zurückzugeben, um dann vielleicht noch ein paar Schummelchancen zu haben, aber das ist natürlich auch ziemlich verloren. Läufer E7, Läufer H6 mit Schach, der König muss wieder in die Fessel reingehen. Läufer G5, Läufer E6 und Läufer B5, Schach. Nach König F8, Läufer H6, König G8 und Turm schlägt E6, spielentscheidend. F schlägt E6, Läufer D7 und der Bauer geht durch die Ziellinie. Das hat Löwenthal wahrscheinlich alles vorausgesehen. Er musste das ja auch, wenn er so spielt. Mit D6 muss er immer damit rechnen, dass Schwarz hier vielleicht die Leichtfigur zurückgibt. Aber wie gesehen, Läufer D7 funktioniert nicht. Ein anderer Zug wäre vielleicht gewesen A6, obwohl das auch schon ziemlich krumm aussieht. Läufer H6, der König muss zurück nach E8. Und auch das sollte deutlich verloren sein. Zurück zur Partie. D6, Springer G6, Läufer H6 Schach und Läufer G7. Läufer schlägt, König schlägt, damit ist der König schon ziemlich weit von den Bauern entfernt und das wird er jetzt auch ausnutzen, der gute Löwenthal. Turm E8, der Läufer wird angefesselt, sodass er sich nicht bewegen kann, andernfalls fällt der Turm auf A8. Jenisch spielt den Zug trotzdem und greift dann nochmal den Läufer auf C4 an und dann zeige ich den Zug noch nicht, den Löwenthal dann entscheidend spielt. Erst einmal die Varianten. Springer F8 vielleicht, um auf den weißen Feldern eine Blockade aufzubauen, aber Läufer D5 droht Taktik, wenn der Springer jetzt zieht. Läufer schlägt B7, Läufer schlägt B7, Turm schlägt A8. Läufer schlägt A8 und C8, Dame. Springer F8, also auch nicht gut möglich. Und ja, wenn wir diese Position nochmal auf uns eingehen lassen, große andere Züge hat Schwarz hier einfach nicht mehr. Also Läufer E6, von Jenisch nochmal der Versuch. Aber Turm schlägt E6, schnappt sich diesen Läufer, der sich so frech entwickeln wollte. Turm schlägt A8 wäre natürlich auch spielentscheidend gewesen. Im nächsten Zug C8 Dame und Jenisch hätte dann wahrscheinlich auch aufgegeben. Der Bauer nimmt wieder und wir sehen den letzten Zug der Partie D7 und Jenisch gab auf. Denn er sieht, einer dieser beiden Bauern wird zur Dame, der Turm muss sich geben und dann schlägt der andere Bauer wieder und Weiß hat die Dame mehr auf dem Brett. Keine Chance mehr für Karl Friedrich Jenisch hier irgendwas auszurichten. In dieser Partie wurde er buchstäblich in seine Einzelteile zerlegt von Löwenthal und ich würde sagen, das war's mit dieser ersten Partie von Johann Jakob Löwenthal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!